So, wir laufen übrigens auch schon. Ich hoffe, ihr seid fit. Seid ihr, habt ihr alles? Müsst ihr euch noch mal kurz sammeln? Nein. Nein, nicht sammeln. Ich fühle mich fit. Wer sagt Hallo und willkommen im... Das macht Christoph. Christoph kann dann vielleicht auch kurz noch sagen, dass wir zurück sind aus der nicht angekündigten Sommerpause. Ja, alles klar. Sehr gut. Und bitte. Wenn man so beschissen Fußball spielt. Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli. Ein großer Tag für St. Pauli, ein kämpferisch wie spielerisch verdienter. Hallo und willkommen bei FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem Podcast des FC St. Pauli Museums. Wir sind zurück aus der nicht angekündigten und natürlich viel zu langen Sommerpause. Alle von unseren Sommersitzen braun gebrannt und ja, freuen uns jetzt auf euch. Dabei sind auch dieses Mal zu meiner Linken Selina, gegenüber Christopher, zu meiner Rechten Thomas und ich, Christoph, hallo. Moin. Moin. Moin, moin. Ja, wer neu dabei sein sollte, kann ja sein, dass man uns neu entdeckt, weil wir ja so lange nicht da waren. Wir haben in jeder Folge ein Schwerpunktthema. Zu diesem Schwerpunktthema gibt es drei Geschichten. Und wenn diese drei Geschichten in irgendeiner Weise Ergänzungsbedarf haben, dann hat unser Don't Call Him Schiedsrichter, Thomas, immer das Mandat zum Faktenchecken. Und tatsächlich hat Thomas so viel FCSP-Geschichte erlebt, dass unsere HörerInnen wissen, dass nicht ganz selten die interessanteste Geschichte dann irgendwie doch von Thomas kommt. Also gibt es oft eine verkappte Vierte. Es ist so. Soweit, glaube ich, richtig dargestellt, oder? Thomas stand schon 1910 mit Zylinder hinterm Tor. Ja, absolut. Es gibt Fotos davon und ich beneide ihn, wir beneiden ihn alle. Ja. Also niemand hat so viel FCSP-Geschichte mitgemacht wie Thomas. Das Wissen ist geblieben, der Zylinder leider ist im Laufe der Jahrzehnte verschwunden. Genau. Wer ihn auf seinem Dachboden findet, bringt ihn uns. Ihr wisst, wir haben ein Archiv, das gilt ja auch generell. Spannende Sachen gerne bei archiv@1910-museum.de melden. Oder auch größere Barguthaben, die ihr nicht braucht, denn ihr wisst ja, wir sind als Museum unabhängig vom, aber in Partnerschaft mit dem FC St. Pauli, heißt, wir finanzieren uns selbst. Mitgliedschaften sind immer gern gesehen, Spenden sind gern gesehen, Matchkäufe sind gern gesehen. Kann man eine ganze Menge zu machen, wenn ihr die Projekte des Museums, zum Beispiel auch BAM Bildung am Millerntor, was ein super tolles Bildungsprojekt ist, unser Archiv, andere Sachen gut findet. Kurzes Intro war das jetzt nochmal zum Museum. Jetzt vielleicht ein kurzes Intro zum Thema, oder? Das wäre naheliegend, ja, finde ich. Es ist heute einmal das Geld. FC St. Pauli und das Geld haben wir uns als Thema ausgesucht. Und das ist ja seit jeher ein farbiges, schillerndes Thema. Sehr lange gab es eigentlich immer so eine klassische Tonart dabei. Und das war auf jeden Fall Moll. Und wenn darüber gesprochen wurde, wie der FC St. Pauli finanziell so zu Wege ist, dann kommen immer Sachen wie Underdog und irgendwie Sparkurs, Absteiger Nummer 1, erinnert ihr auch noch, 2000 hat es damals geheißen, eben weil man sehr oft mit den niedrigsten Kader oder sogar absolut gesehen den niedrigsten Kaderetat hatte der Liga. Das stimmt seit langem gar nicht mehr, aber es ist verblüffend hartnäckig. Es gibt immer noch viele Leute, weiß nicht, wie es euch geht, die mir begegnen, die also immer noch sagen, Pauli eigentlich eher so klassischer Zweitliga-Verein, da fehlt dann tatsächlich oft das Sank, wenn das gesagt wird. Wo das wohl herkommt, wir hatten bei der langen Nacht der Museen mal einen ganz spannenden Vortrag über FC St. Pauli und das Geld und die Vorbereitungen dazu, ja, haben, wenn man sich damit am Stück beschäftigt, erklären das schon so ein bisschen, weil schon sehr früh, wenn ihr in Büchern und so weiter nachguckt, gibt es die ersten Stories über Rechnungen, die nicht so ganz bezahlt werden können. Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Vorurteile tatsächlich über die frühere Vorstadt, hieß ja mal Hamburger Berg, dann Vorstadt St. Pauli, wo oft eben auch Leute mit weniger Finanzen lebten, dann ein bisschen mit reinspielen und dann eben auch sehr reale und reelle finanzielle Krisen. Also wir wissen, und wenn ihr unsere Ausstellung besucht habt, wisst ihr es natürlich noch besser, aber hättet ihr auch ohne uns wahrscheinlich rausgefunden, dass eben der FC St. Pauli 79 einen Zwangsabstieg erleben musste, weil die Finanzen nicht gestimmt haben. Damit rutschte man aus der zweiten dann zwangsweise in die dritten Liga. Damit war man natürlich dann am Abgrund und konnte sich zum Glück sportlich dort halten. Da war es schon mal knapp. Aber wenn man sich die ganzen 80er Jahre anguckt und dann in die 90er Jahre hinein, dann erinnert man ja sicher auch auf diese Meldung, dass da der berühmte Heinz Weisener als Präsidenten-Mäzen
dann immer wieder Geld reingeschossen hat. Und bis heute haben wir nicht genau die Mittel, das einmal finanziell zu ermitteln. Ist er eigentlich bei plus minus null letzten Endes rausgekommen? Hat er wirklich Zuschussgeschäft? Also war er wirklich ein klassischer Mäzen, der Geld gegeben hat? Oder dann doch eher ein Investor, der letzten Endes über lange Sicht doch eine ganze Menge zurückbekommen hat? Da möchte ich nicht spoilern, aber darum wird es ja auch gleich gehen. Insofern schon mal sehr gut, weil genau solche Geschichten wollen wir eben auch anschauen. Und diese ganze Waisener-Ära hat aber auch dazu beigetragen, dass ständig Meldungen da in der Zeitung standen, von wegen, wenn Waisener nicht wäre, dann wäre der FC St. Pauli schon längst in der 4., 5., 6., was weiß ich was Liga. Und wahrscheinlich haben viele von euch dann zum Beispiel auch Rettershirts zu Hause. Das war ja auch nochmal ein ganz, ganz markanter Einschnitt, als die 2003 verkauft wurden, als also aus der ersten in die zweite ist dann in dem Fall sportlich dann direkt in die dritte Liga ging und wieder mal die Insolvenz sehr nah war. Wenn man sich dann noch anguckt, dass also auch schon in den 70er Jahren, ja schon vor dieser Zwangsabstiegsgeschichte zum Beispiel der Verein mit ersten lebenslangen Mitgliedschaften experimentiert hat, um Geld in die Vereinskasse zu spülen, heute nicht mehr so bekannt. Bekannter sind ja die lebenslangen Dauerkarten der Nullerjahre. Und dann, wie das damals auch diskutiert wurde, dass das Stadion leer war, dass man aufsteigen müsse, damit endlich mehr Zuschauer kommen, die leeren Ränge, die man auf vielen Fotos von damals sieht, die fehlende Möglichkeit, sowas über Sponsoren auszugleichen, dann sieht man so eine finanzielle Landschaft, die eigentlich jahrzehntelang in der Tat von großer Knappheit geprägt war. Naja, das Schöne dabei aber ist, auf St. Pauli kann man auch pleite sein und gute Storys daraus machen. Insofern wird das jetzt vielleicht nicht ganz so deprimierend zum Nachholen, wie es jetzt wäre, wenn man den eigenen Dispo so anguckt oder so. Na, okay. Wenn ich meinen Dispo angucke. Ja, aber ich glaube, das interessiert das hier nicht so. Wenn man nicht knietief im Dispo ist, auf jeden Fall ist es zu trocken an den Füßen. Und deswegen aus dieser bunten Banklandschaft springen wir doch vielleicht gleich mal in die Geschichten hinein und machen das diesmal etwas anders als sonst. Denn normalerweise würde jetzt völlig unbestechlich und auch notariell beglaubigt, ja, Thomas die Reihenfolge der Geschichten auslösen. Das machen wir heute aber nicht, richtig, Thomas? Genau, weil also es ist ja so, dass ich, glaube ich, als Einziger so die Geschichten vorher, die Themen auf jeden Fall vorher schon mal kenne, um auch irgendwie zu verhindern, dass alle das Gleiche erzählen. Diesmal ist es jetzt nicht das Gleiche, aber es ist zeitlich recht nah beieinander, was wir hier an Geschichten haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, oder habe ich mir gedacht, dass es sinnvoller wäre, diese wirklich in chronologischer Reihenfolge, wenn man so will, hier zu hören. Um das auch ein bisschen aufzubauen thematisch. Und deswegen fangen wir jetzt einfach chronologisch an und dann heißt das, dass Christopher die erste Geschichte vortragen darf. Mache ich. Gut. Als dann. Es gab ja schon einen kleinen Teaser. Genau, denn ich nenne die Geschichte zwischen Disneyland und Moratorium oder Schulden soll man machen, wenn es am schönsten ist. Ich möchte einmal die sportlich mit Abstand erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte beleuchten. Aufstiege sind ein Grund zum Feiern, das ist ja klar. Doch auf Aufstiege folgen beim FC St. Pauli auch regelmäßig die Abstiege. Wir sind 6-mal in die Bundesliga aufgestiegen und bisher 5-mal wieder abgestiegen. Ende offen. Dabei bleibt es natürlich auch. Klar. Und jeder Abstieg offenbart auch schonungslos den Zustand des Vereins. Wir fangen mal da an, wo es weh tut. 30. Juni 1991, mit bedrückter Miene sitzt FC St. Pauli Vizepräsident Christian Hinzpeter bei N3 und muss sich zu den Klängen von It's All Over Now, Baby Blue, den Abstieg seines FC St. Pauli vom Vortag nochmal zu Gemüte führen. Der FC St. Pauli war im dritten Relegationsspiel gegen die Stuttgarter Kickers in Gelsenkirchen nach 3 Jahren erster Bundesliga abgestiegen und da hören wir jetzt mal kurz in diesen Bericht rein. Bevor wir so ein bisschen Ursachenforschung betreiben wollen und natürlich auch fragen wollen, wie geht's weiter, wollen wir uns ein paar Bilder anschauen, eindrucksvolle Bilder, wie ich finde, von Wolfgang Biereichel, der Tag der Niederlage. Es ist im Moment noch unbegreiflich, dass wir abgestiegen sind. Guckt euch doch die Leute an hier. Guckt euch die doch an, ne? Die haben das nicht mehr, den Abstieg bleiben. Alleine schon, nichts bewirken. Das ist irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat irgendwie was, das hat nichts in dem Sinne direkt was mit Fußball zu tun, sondern das ist irgendwie was nur noch mit Gefühlen und Menschen zu tun hat. Ne? Und das ist irgendwie auch bei St. Pauli irgendwie in erster Linie das Gefühl und nicht dann in zweiter Linie der Fußball gewinnen wird.
Wir hörten also gerade ein Stück Fußballgeschichte, die Reportage über den Abstieg des FC St. Pauli 1991 im NDR von Wolfgang Biereichel. Genau, und Herz-Emoji Volker Ippich möchte ich an dieser Stelle nochmal anhängen, denn der war ja am Schluss zu hören. Genau, Volker Ippich war am Ende zu hören und redete ihm davon, dass es bei St. Pauli um mehr geht als nur um Fußball. Also große Trauer und ein Schock für Spieler, Funktionäre und Fans, die den FC St. Pauli seit knapp 7 Jahren eigentlich nur auf dem Weg nach oben kannten. Der Verein war wieder mal am Boden, sportlich und finanziell. Aber, und das kann man sich natürlich gut vorstellen, die Misere am Millerntor fängt natürlich vorher an. Da holen wir mal ein bisschen aus. Und zwar nach dem Bundesliga-Aufstieg 1988 hatte der Zug erstmal keine Bremsen. Es folgte die bis heute höchste Tabellenplatzierung in der Vereinsgeschichte mit Platz 10 und der Europapokalqualifikation in Sichtweite. Eine Saison später schaffte der FC St. Pauli am 34. Spieltag trotz einer 0-7 Niederlage in Düsseldorf etwas bis heute Unerreichtes. Man stieg zum wiederholten Male nicht aus der Bundesliga ab. Die Freude wurde nur dadurch getrübt, dass man sich durch diese Rekordniederlage auswärts in Düsseldorf das Torverhältnis so versaute, dass man letztendlich doch hinter dem punktgleichen HSV landete. Also, auch da wäre etwas Historisches möglich gewesen. Mit Spielern wie Jan Kocian, André Trulsen, Volker Ippich, Ivo Knoflicek und André Gulke, um den es später noch gehen soll, hatte man also ein solides Fundament an Leistungsträgern und profitierte von einem vermeintlichen Wir-Gefühl auf dem Platz und auf den Rängen. Trainer Helmut Schulte an der Seitenlinie war ein Fanliebling und rund um den Verein entstanden neue progressive Fanstrukturen und der Mythos Müllerntor wurde kultiviert und gelebt. Auch die Folgesaison 1990-91 ging eigentlich gar nicht mal so schlecht los. Man gewann dann das Auftaktspiel in Berlin beim Aufsteiger Hertha mit 2-1. Und damit könnte man sagen, eigentlich war ja alles im Lot beim FC St. Pauli. Aber natürlich nicht ganz so, wie es schien. Das vermeintliche Wir-Gefühl bekam bereits Anfang 1989 ganz grobe Risse. Präsident Otto Paulik und sein Vizepräsident Heinz Weisener wollten den Club ganz nach oben bringen. Mit der Vision FC St. Pauli 2000, so wurde das Konzept genannt, wollte man den stets klamm sympathischen, aber abgerockten FC St. Pauli zu einem Big Player in der Bundesliga machen und die Nummer 1 der Stadt werden. Die ersten Schritte der Visionäre wurde auf einer Pressekonferenz im Januar 1989 vorgestellt, ein 500 Millionen D-Mark teures Stadionbauprojekt für 50.000 Menschen auf dem Heiligengeistfeld. Da hatte man noch Visionen. Die Vision war der sogenannte Sportdome. Ihr müsst euch jetzt so vorstellen, es wäre Hall auf meiner Stimme. Das, ist so das kannst du vielleicht tatsächlich. Baut sich dann so auf. Ich habe die Story übrigens auch schon mal mit 500 Millionen Euro gehört. Das war noch beeindruckender. Das, aber D-Mark ist richtig. Quasi eine Milliarde D-Mark. Ja. Potenzieller Spielort für die Nationalmannschaft, Austragungsort für EM- und WM-Spiele sowie Mehrzweckarena für die ganz großen Events Norddeutschlands, bestückt mit Shopping-Mall, Restaurants, einem Hotel und einem riesigen Parkhaus in der Optik eines Schnellkochtopfs. Also alles dabei. Doch bereits im April 1989 dann bereits das Aus für das gigantomanische Projekt. Erstmals liefen Fans und Viertel gegen ihren eigenen Vereinsturm, ein Novum. Was brannte denn damals anno 1989 den Fans so unter den Nägeln? Da können wir ja mal kurz reinhören. Millerntor soll so bleiben, wie es ist und deswegen machen wir unsere Aktion hier. Ich komme aus Karlsruhe. Ich habe das Ganze alles verfolgt und ich hoffe, dass dieses Stadion so bleibt, wie es bisher ist. Also hauptsächlich wegen der Stimmung soll die Sportdome eben nicht gebaut werden, finde ich. So, Protest am Millerntor 1989, selbst aus Karlsruhe. Klares Meinungsbild. Internationaler Protest. Ich glaube, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge zugemacht. Genau. Karlsruhe? Proteste am Millerntor. Die Taz schrieb dazu, im Frühjahr 1989 kein Disneyland auf dem Kiez. Da lese ich mal draus vor. Also, ich zitiere. Auch Otto Paulik mag plötzlich nicht mehr mittun beim Megaprojekt Sportdome. Er, der der Planungsgesellschaft schon einmal als Teilhaber angehörte, distanzierte sich nun vom 500-Millionen-Mark-Projekt, das sein Vizepräsident und Architekt Heinz Weisener konzipiert hat. Jetzt will Paulik von Erlebniswelten, die die Stadionplaner versprachen, nichts mehr wissen. Bei diesem Gerede wird mir ganz elend. Paulik hatte mal wieder seine Nase im Wind. Er hatte registriert, dass die Vereinsmitglieder, die Anwohner des Stadtteils St. Pauli und vor allem die Fußballfans auf den Stadionneubau verzichten wollen. Weil, so ein leidenschaftlicher Besucher von Heimspielen des FC St. Pauli, Zitat, wir eine Erlebniswelt doch jetzt schon haben.
In Immobilienkreisen wird allerdings noch ein anderer Grund für das Scheitern des Projekts genannt. Der Sportdome-Planungsgesellschaft sei es nicht gelungen, das Projekt mit einer soliden Kalkulation zu unterfüttern. Abschreibung, Instandsetzung und laufende Ausgaben hätten jährliche 50 Millionen Mark verschlungen. Das ist mal eine Summe auf jeden Fall. 50 Millionen Mark im Jahr. 300.000 Mark pro Veranstaltung, in Klammern Showveranstaltung, Welt- und Europameisterschaften, Klammer zu, hätten eingenommen werden müssen. Präsidiumsmitglied Hans Apel hält diese Kalkulation für unseriös. Der Weg in den Konkurs wäre vorgezeichnet, also kein Disneyland auf dem Kiez. Der Verein steht so hoch in der Kreide, dass Investitionen in Spieler, in Sicherheitsauflagen und in die Sanierung des Stadions vom Millantor Club vom FC St. Pauli ohne Sponsor nicht hätten finanziert werden können. Ja, also, es sah offensichtlich nicht so gut aus, denn der FC St. Pauli war trotz 3 Jahren erster Liga tief in den roten Zahlen. Bereits rund um den geplanten Bau des Sportdoms stand Präsident Dr. Otto Pauli regelmäßig in der Kritik. Zwar wurde ihm hoch angerechnet, den Verein Anfang der 80er Jahre mit seinem Geld überhaupt erst am Leben erhalten zu haben, doch wurde ihm laut dem Abendblatt, ich zitiere, dubiose Geschäfte vorgeworfen, sowie ständig in der Grauzone zwischen legal und illegal agiert zu haben. Gleichzeitig hätte Pauli aber den FC St. Pauli wiederholt mit Tricks und advokatischen Winkelzügen vor dem Bankrott bewahrt. 1988 warf der zurückgetretene Vizepräsident Helmut Johansen Pauli vor, dem Präsidium Informationen zur finanziellen Lage des Vereins vorzuenthalten. Daraus resultierte ein 2 Jahre langer Rechtsstreit. Im Januar 1990 urteilte das Landgericht Hamburg, dass Johansen weiterhin behaupten dürfe, Pauli habe als Präsident des FC St. Pauli eine falsche Bilanz vorgelegt, dem Verein Geld entzogen sowie Vereinsmitglieder getäuscht. Ja, gute Stimmung. Gute Stimmung, gute Stimmung. Die Stimmung war dann auch im Januar 1990 dann so gut, dass nur einen Monat später nach dem Urteil des Landgerichts Otto Pauli seinen Rücktritt nach über 10 Jahren Präsidentschaft am Millantor erklärte. Sein Nachfolger, der bisherige Vizepräsident, Architekt des Sportdom und CDU-Mitglied Heinz Weisener. Nicht unbedingt zur Freude der Fans, die Presse urteilte damals trocken, Heinz Weisener passt zu St. Pauli wie Heidi Kabel in die Herbertstraße. Zum Rücktritt von Pauli schrieb die Taz, Abschied des großen Otto. Stehende Ovation zum Abschied für den Mann, unter dessen Führung der FC St. Pauli zum sympathischsten Fußballverein der Bundesrepublik gedieh, der aus dem Kiez-Club ohne Geld ein Stadtteilverein von Bundesliga-Zuschnitt machte. Doch nachdem der DFB den Vereinsbuchhaltern hinter vorgehaltener Hand signalisiert hatte, dass eine Lizenzverlängerung mit einem Präsidenten Pauli nicht zu machen sei, stand für die jetzigen Sponsoren des Vereins fest, der schlitzohrige Mann muss gehen. Der schlitzohrige Mann. Mhm. Ja, und wenn das alles nicht genug wäre, auch sportlich geriet man in Schieflage, stand man zum 11. Spieltag der Saison 1990-91 noch nach 6 ungeschlagenen Spielen noch auf Platz 9, so rutschte man im Winter auf einen Relegationsplatz ab. Helmut Schulte, die Trainer-Ikone, musste überraschend gehen. Und Horst, genannt Fussel Wohlers, ehemaliger Starspieler von St. Pauli und Borussia Mönchengladbach, übernahm das Ruder. Helmut Schulte kommentierte seine eigene Entlassung mit: Der FC St. Pauli hat seine Unschuld verloren. Interessante Aussage von einem Trainer, der gerade entlassen wurde. Oder Helmut Schulte ist die Unschuld. Und naja. Ich möchte nicht ins biologische Detail gehen, aber ich weiß nicht, ob er sich das so genau überlegt hat. Ich nehme an, nein, in der Situation ganz sicher nicht. Nein. Was sich Helmut Schulte übrigens auch nicht so richtig gut überlegt hat, war nämlich, was 10 Tage später passiert ist. Denn 10 Tage später, nach Schultes Entlassung, wie aus dem Nichts, 1-0 Sieg vom FC St. Pauli beim FC Bayern München im Olympiastadion, beim großen FC Bayern. Ralf Sievers mit dem goldenen Tor und im Auswärtsblock zur Freude der mitgereisten Fans, Ex-Trainer Helmut Schulte. Wo die mitgereisten St. Pauli-Fans stehen, entdecken wir Wohlers Vorgänger. Mit St. Pauli-Fanschal behängt, umringt von Zuschauern steht Helmut Schulte. Sicherlich einmalig im Fußball, der Trainer als Fan. Dennoch die Frage, was ist das, 10 Tage nach dem Rauschmiss für ein Gefühl, nicht auf der Bank zu sitzen? Verdammt beschissenes Gefühl, aber ich habe gesagt, dass ich das Spiel mir angucken will, auf jeden Fall. Ich will meine Mannschaft sehen, wie sie spielt und deshalb bin ich hier. Ne? Wir haben den Helmut Schulte oben im Block H bei den Fans, bei den St. Pauli-Fans mit Schal und so weiter gefunden. Wie finden Sie das, dass er jetzt nun als Fan sozusagen mitreist? Ich glaube, dass Horst Wohlers cool genug ist, um das nicht als Belastung zu empfinden. Ansonsten weiß ich noch nicht, wie ich das beurteilen soll.
Ja. Hä? Was soll denn das auch wilde, für eine Belastung wilde, sein? Wilde Szenen. Der steht im Publikum. Ich meine, er hätte sich sonst im Fernsehen angeguckt. Das Spiel wäre vermutlich nicht an ihm vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie ich das beurteilen soll. Ja, also was wir nicht hören konnten, war noch die Frage, ob Helmut Schulte Stadionverbot bekommt am Millerntor. Und es konnte Weisener noch nicht verneinen. Denn wir haben, falls ihr es nicht selber gehört habt, am Ende hörten wir übrigens Präsident Heinz Weisener, der auch hörbar happy über den Besuch des Ex-Trainers in der Kurve war. Und dann wollen wir uns mal kurz Heinz Weisener widmen, wo wir jetzt gerade mal schon bei ihm sind. Denn der Spiegel schrieb dann im April 1991 eine Home-Story über den kriselnden FC St. Pauli und den Mann, der den FC St. Pauli nun visionär ins Jahr 2000 führen sollte. Und Thomas kann ja mal kurz diesen sehr wunderbaren Spiegelartikel vorlesen. Ja. Der geht so los, in die Tasche gelogen. Vom Mythos des FC St. Pauli ist nichts mehr geblieben. In seltenen Momenten der Ruhe glätten sich die Stirnfalten von Heinz Weisener. Entrückt starrt der Präsident des FC St. Pauli dann aus dem Fenster seines Büros, als sehe er draußen den Club der Zukunft. Wirtschaftlich stabil und sportlich erfolgreich wie nie. Aber, Zitat dann, noch liebenswert wie früher. Das Schrillen des Telefons beendet meist harsch die Tagträume. Mit resignierten, ja bitte, lässt sich Weisener Anrufer aus der Fußballbranche durchstellen. Er weiß schon, was kommt. Der Deutsche Fußballbund macht Ärger mit der Lizenz, Spieler wollen fort oder mehr Geld. Oder er muss beim Hamburger Senat um Hilfe für den Stadionausbau betteln. So verzwickt hatte sich der Architekt den Wandel vom chaotischen Stadtteilverein zu einem halbwegs bundesligatauglichen Club nicht vorgestellt. Denn trotz Weisners Millionen schreitet die Sanierung des letzten Freudenhauses der Bundesliga, wie die Süddeutsche Zeitung schrieb, nur schleppend voran. In 2,5 Jahren Bundesliga wuchsen die Schulden von 1,5 auf über 7 Millionen Mark, während die Zuschauerzahlen jährlich sanken. Selbst die Fans, die einst kritiklos begeisterungsfähig, monieren in der Fanzeitung Millertoror, stinknormalen Profifußball, der nach schmierigen Regeln funktioniere. Vizepräsident Christian Hinzpeter, als linker Anwalt einer Art Otto Schily des deutschen Fußballs, hat sich von Illusionen verabschiedet. Zitat: Wer dachte, wir könnten unsere Idylle retten, der hat sich in die Tasche gelogen. Die Gesetze der Branche gelten auch für uns. Wir sind kein Club zweiter Klasse, sagt der Golfspieler und Jaguar-Fahrer Weisener und müht sich um ein zuversichtliches Lächeln. Vorsichtig lässt er sich in seinen ledernen Bürostuhl sinken und zieht am Davidoff-Zigarillo. Was für ein Das sind Beschreibungen. Das ist schön, ja, auch die Adjektive sind. Und sagt dann, ein Bundesliga-Verein ist eben unpolitisch und kein Stadtteilverein. Okay. Oh, nun. Die Fanszene unterdessen hat sich vom real existierenden FC St. Pauli entfernt. Die Entfremdung von Kiez und einem kapitalistischen Unternehmen der Unterhaltungsindustrie ist vollzogen. Ja, also Heinz Weisener raucht sein Davidoff-Zigarillo und sagt, Fußball muss unpolitisch bleiben. Sehr zur Freude der Fans. Ja, ja, klingt alles sehr fatal, kann man mal so sagen. Doch es kam noch schlimmer. Nein. Der FC St. Pauli landete, und wir haben es eingangs gehört, nach dem 34. Spieltag auf Rang 16. Dem gefürchteten Relegationsplatz. In zwei Entscheidungsspielen trat man nun gegen die Stuttgarter Kickers an. Nach 2:1 Unentschieden in Hin- und Rückspiel musste das Entscheidungsspiel also am 29. Juni 1991, das muss man sich mal vorstellen, wie spät das war, auf neutralen Boden in Gelsenkirchener Parkstadion ausgetragen werden. Man verlor 1:3 und für Fans und Verein brach eine Welt zusammen. Einen Tag später also, wie eingangs eben erwähnt, saß Vizepräsident Christian Hinzpeter, wie wir ja hörten, der Christian Ströbele des Fußballs, ach nee, der andere, der Otto Schily des, zum Glück nicht der Horst Mahler des Fußballs, nun bei N3 im Sportstudio. Und wir hören nochmal rein. Ja, hunderte von Fans sind gestern spontan nach dem Spiel zum Millerntor-Stadion gefahren, haben dort getrauert. Christian Hinzpeter, was haben Sie getan gestern Abend? Ja, wir hatten zu arbeiten. Es ist manchmal ganz gut, wenn man in so einer Zeit, wo man, Sie haben es gesehen, wo man den Tränen nahe ist oder sie einfach rauslässt, weil sie raus müssen, sonst kriegt man Magengeschwür, das ist auch nicht gut. Dazu wird man möglicherweise zu viel gebraucht. Wir haben gestern Abend spontan direkt nach diesem Spiel uns zurückgezogen ins Hotel mit der Mannschaft und haben dann im Beisein von oder unter Mitwirkung von Herbert Liedtke, Horst Wohlers und
Hans Weisner und ich haben uns mit den Spielern unterhalten und haben Einzelgespräche geführt, denn wir mussten ja auf alles vorbereitet sein. Problem Nummer 1. Der Club war durch die enorm späte Ansetzung des dritten Relegationsspiels arg gebeutelt. Bereits 3 Wochen nach dem Spiel startete bereits die neue Zweitligasaison. Die Spielerverträge jedoch verloren mit dem 1. Juli, also 2 Tage nach dem Spiel, 3 Tage nach dem Spiel, ihre Gültigkeit. Also musste noch in der Nacht nach dem Abstieg mit den Spielern verhandelt werden, um Klarheit darüber zu bekommen, wer in 3 Wochen für den FC St. Pauli beim ersten Spiel der Saison 91-92 auflaufen kann. Dazu erzählte uns der leider 2021 verstorbene Christian Hinzpeter im Jahr 2019 dann Folgendes. Ja, haben wir dann in diesem Hotel da, alles noch fürchterlich, da in dem Hotel nachts sehr lange zusammengesessen. Und dann bin ich irgendwie ins Bett gegangen um 3 oder was, Präsidiumssitzung gemacht und dann sind wir um 3 alle ins Bett gegangen und ich kann überhaupt nicht schlafen, bin um 4:30 dann mit dem Auto nach Hause gefahren und dann mal versucht irgendwie wieder klar zu werden und dann eben dir einen Plan zu machen, was musst du eigentlich heute alles regeln. Du konntest sowieso keine Spieler kaufen und dich auf dem Markt mal ein bisschen umgucken, ja, das ging auch nicht, weil du ja nicht wusstest, wenn du in der ersten bleibst, ist so, wie geht das mit Geld eigentlich? Wie haben wir das mit, was ist mit Weisner? Also das war grauenhaft. Ja. Da waren natürlich ein paar Spieler auch wahnsinnig hilfreich, die sofort gesagt haben, ich gehe auf gar keinen Fall weg und mach dir keinen Kopf. Ich bin jetzt nicht mehr da, aber ich bleibe. So. Mit der bin ich auch nicht hinterhergelaufen, hab denen irgendwelche Unterschriften abgetrotzt. Das war ja scheißegal. Auch das ist natürlich eine völlig andere Welt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sowas heute anders gelöst wird von Spielern und deren Beratern. Davon ist auszugehen, ja, dass das heute anders ist. Es war alles so ein bisschen so ein Tick anders und quasi haben die Spieler, wenn ich das so richtig raushöre aus Christian Hinzpeters Erzählung, quasi ohne gültigen Vertrag die ersten Spiele der neuen Zweitligasaison bestritten. Problem Nummer 2, der Verein hatte faktisch kein Geld mehr und hohe Auflagen vom DFB. Der NDR, damals noch N3, hakte schonungslos nach. Wir hören da auch mal rein. Der FC St. Pauli hat rund 7,5 Millionen Mark Verbindlichkeiten. Für einen Großteil, rund 6 Millionen, bürgt der Präsident. Wie viel mehr Bürgschaften schließt er denn ab, um das Abenteuer zweite Liga zu finanzieren? Das ist eine Situation, die natürlich uns allen nicht lieb ist. Herrn Weisner nicht, weil er es finanzieren muss und weil Gelder, die man verbürgt, dafür muss man ja auch Gelder zur Verfügung stellen. Das heißt, das kostet Geld, wenn man Geld bereitstellt. Konkret auf die Frage kann ich sagen, dass wir dem DFB größere Sicherheiten zugestehen müssen, um die Transfereinnahmen abzudecken, die ja noch nicht abgeschlossen sind. Wir müssen jetzt erstmal sehen, wie es mit André Gulke wird, was mit Troller tatsächlich wird. Ja, also es klang durch, die wichtigste Personalie bei der finanziellen Konsolidierung für Liga 2 war André Gulke. Bis heute der erfolgreichste Goalgetter des FC St. Pauli in Liga 1 und über viele Jahre Leistungsträger beim FC St. Pauli. Nicht nur André Gulke wollte weg, sondern der FC St. Pauli musste ihn also dringend für viel Geld verkaufen, um die angesprochenen Verbindlichkeiten zu tilgen, um überhaupt die Auflagen durch den DFB erfüllen zu können. Der damalige Sportdirektor Manfred Kampe erinnert sich an den Transfer von André Gulke zum 1. FC Nürnberg und erzählt uns mal was davon. Was aber nochmal sehr bedrohlich war, war das Thema Gulke. André Gulke ist zu Nürnberg gegangen, den haben wir transferiert, haben eine Ablösesumme vereinbart und diese Ablösesumme wurde nicht gezahlt. Als ordentlicher Kaufmann habe ich das Mahnverfahren eingesetzt, erste Mahnung, zweite Mahnung, nicht reagiert. Habe ich Herrn Holzhäuser angerufen, habe gesagt, Herr Holzhäuser, tut mir leid, aber ich muss gegen 1. FC Nürnberg vollstrecken. Wie? Sag ich, ja, wissen ja. Und ich hole mir jetzt einen Titel, also einen vollstreckbaren Titel. Den legt der Gerichtsvollzieher dann beim 1. FC Nürnberg vor. Ja, also Sportdirektor Manfred Kampe war im Sommer 1991 also hoch beschäftigt, Geld für den FC St. Pauli einzutreiben. Nürnberg war mit Ach und Krach in der ersten Liga geblieben, aber galt damals ebenfalls als eher halbseiden und wirtschaftlich nicht besonders stabil. Der Club, wie man ihn auch nennt, stellte übrigens damals ein Konzept vor, es hieß Club 2000, das neben einem Stadionneubau mit Hotel und Shopping Mall auch die Etablierung des 1. FC Nürnberg in der Bundesligaspitze vorsah. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat sich irgendwie auch nicht durchgesetzt, glaube ich. Komisch, das war, also ging wahrscheinlich rum damals bei Clubs. Dem 1. FC Nürnberg ging es dann später übrigens, Spoiler, so wie dem FC St. Pauli. Zur Überraschung von Kampe meldete sich der DFB 2 Tage nach seinem Telefonat mit dem 1. FC Nürnberg und sagte, er solle nach Frankfurt kommen. Herr Kampe
jetzt übermorgen Freitag, Frankfurter Flughafen, finden Sie sich da bitte ein. Dann gab es ein sogenanntes Moratorium. Da waren all die Vereine eingeladen, die ein Spiel an den 1. FC Nürnberg verkauft haben, aber das Geld nicht bekommen haben. Wir waren 4 oder 5 Vereine. Alle da gesessen, wie der Herr Hegerich von Bayern München, Schatzmeister damals, glaube ich, war auch dabei. Ja, wir müssen eine Lösung finden, weil geht nicht Bundesliga und dann Annullierung aller Spiele und Nürnberg bankrott, funktioniert nicht, darf nicht passieren. Einigung. Alle anderen haben gesagt, selbstverständlich, wir jetzt stunden das, wir brauchen das jetzt nicht, das auf die nächste Saison. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte das Geld haben. Nürnberg saß ja auch mit am Tisch, dann haben die Herrn Roth angerufen, Teppichhändler. Der war sowas wie Weisner bei Nürnberg. Telefon, ja, FC St. Pauli und Sie wissen ja Situation, etc., etc. Ich sichere Ihnen zu, Herr Kampe, dass mit Zusicherung ist es nicht mehr getan. Ja, dann gebe ich eine Bürgschaft. Dann bin ich mit der Bürgschaft über 750.000 Euro, glaube ich, oder was das waren, bin nach Hause. Sonst hätten wir auch Riesenprobleme bekommen als Verein, Riesenprobleme. Also ein Moratorium und der 1. FC Nürnberg schuldet also 5 Vereinen Geld, unter anderem dem FC St. Pauli. Also dank Manfred Kampes Hartnäckigkeit ging es weiter für den Verein. Und trotz einem Aufstieg 1995 gelang es Heinz Weisner nicht, den FC St. Pauli finanziell langfristig in seiner Amtszeit finanziell zu stabilisieren. Mehrfach rettete er den Club durch Zuschüsse aus seinem Privatvermögen vor dem drohenden Ruin oder fädelte zum Beispiel dubiose Leasing-Deals für die Flutlichtmasten am Millentor ein. Als dem Verein 1999 die Teilnahmeberechtigung einer zweiten Bundesliga seitens des DFB verweigert wurde, bürgte Heinz Weisner für ein Darlehen in Höhe von 7 Millionen D-Mark. Das Projekt FC St. Pauli 2000 endete dann endgültig im Wie-soll-es-sein-Jahr 2000. Nach 10 Jahren als Präsident und 10 Millionen D-Mark, die er in den Verein gepumpt hatte, trat Papa Heinz Weisner mit den Worten von seinem Amt zurück: Ich habe bis an die Grenzen des Vertretbaren in den Verein investiert. Sein Vizepräsident Renald Koch übernahm seine Nachfolge und überlebte etwas Unfassbares. Der FC St. Pauli stieg also kurz nach Heinz Weisners Rücktritt mit dem kleinsten Etat der Liga als Absteiger Nummer 1 am Ende der Saison 2000-2001 in die Bundesliga auf. Und wie sagte ich eingangs, doch auf Aufstiege beim FC St. Pauli folgen in der Regelmäßigkeit auch Abstiege und jeder Abstieg offenbart auch schonungslos den Zustand des Vereins. Ja, wohl wahr. Ja, wirklich sehr quälenreich und also war toll, da nochmal einzusteigen, auch wenn die Materie natürlich komplett haarsträubend ist. Eine Sache finde ich ja immer ganz faszinierend, die werde ich nie ganz verstehen. Also ich hatte, so Full Disclosure hier, ich hatte, glaube ich, in meinem Leben noch nie mehr als 499 Millionen Euro auf dem Konto. Hm. Vielleicht sogar etwas weniger. Also und der Herr Weisner hat ja offensichtlich, der war ja doch gut liquide. Da frage ich mich dann schon, warum man so ein 750.000 Mark Drama passieren lässt, wenn es einem im Grunde genommen wurscht ist, ob man nun 1 oder 2 Millionen weniger auf dem Konto hat. Das werden wir jetzt nicht beantworten können. Vielleicht hat er ja auch nur 5 Millionen plus auf dem Konto gehabt, dann verstehe ich die Zurückhaltung schon eher. Aber es klingt schon so, als ob insgesamt eben der Geschäftssinn, den ich sehr gut verstehen kann, aber dann doch so stark ausgeprägt war, dass halt die Schmerzgrenze komplett anders ist. So, ne? Also so im Sinne von, wo ich jetzt vielleicht überlege, kann man da und dafür jetzt irgendwie 50 Euro investieren, würde ich jetzt überlegen, wäre jetzt 1 Million für Heinz Weisner gewesen vielleicht. Und da möchte ich auch Heinz Weisner nicht zu nahe treten, er ist ja auch 2005 bereits verstorben, aber ich glaube auch nicht, dass es finanziell für Heinz Weisner immer so reibungslos im privat und in seinem Unternehmen lief. Von daher, der FC St. Pauli, muss man glaube ich sagen, ist eigentlich Zeit seines Bestehens immer ein Fass ohne Boden gewesen. Da kannst du auch noch 20 Millionen draufschmeißen, wenn es nicht richtig angelegt wird. Wir gucken rüber in die Vorstadt, in die heutige Vorstadt nach Stelling. Da verschwinden ja auch mal 25 Millionen von der Stadt irgendwo im Nichts. Und von daher, egal wie viel du drauf wirfst, wenn du nicht richtig wirtschaftest, dann ist das auch weg. Nee, das ist natürlich klar. Aber ich jetzt, dass man wirklich da so eine totale High-Noon-Situation mit 2 vor 12 hatte, ist schon ganz spannend, wenn es theoretisch irgendwo noch einen Dispo-Kredit gegeben hätte. Aber diese Situation gab es dann ja auch relativ bald wieder. Und ist das eine Überleitung? Eine wahnsinnige Überleitung ist das tatsächlich. Zu Nein. der chronologisch nächsten Geschichte. Und die würde Selina uns dann kredenzen. König der Überleitung, Thomas Glöll. Ja,
Die meisten von euch haben es hoffentlich schon mitbekommen. Wir haben rund um die Meisterschale der zweiten Bundesliga einen komplett neuen Ausstellungsteil im FC St. Pauli Museum gestaltet. Und der neue Raum ist nicht einfach nur ein Trophäenraum, der die Meisterschale und den Aufstieg inszeniert. Also das passiert natürlich auch, keine Sorge. Aber es war uns darüber hinaus wichtig, eine Geschichte zu erzählen. Und deshalb wirft der neue Ausstellungsteil ein Schlaglicht auf die Entwicklung des FC St. Pauli zwischen 2003 und 2024 und trägt den Titel »Vom Abgrund bis zur Schale«. Und ich möchte euch heute noch einmal mitnehmen an den Rand dieses Abgrundes, den man, glaube ich, einmal gesehen und verstanden haben muss, um zu begreifen, wie weit der Verein seitdem gekommen ist. Das hilft dann vielleicht auch dabei, die Finger manchmal nochmal wieder von der Tastatur runterzunehmen, wenn man sich nach ein paar missglückten Bundesligaspielen in Social-Media-Hasstiraden reinsteigert und anfängt, die guten alten Zeiten zurückzufordern. Kleinen Moment, dieses Vergnügen lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe die 8 Facebook-Pseudonyme in wirklich monatelanger Arbeit angelegt. Hey, da machst du dich jetzt nicht drüber lustig. You do you. Wir fassen erstmal wieder ein bisschen Gras an, das Gras am Rande des Abgrunds, und reisen ins Jahr 2003. In das Jahr, in dem MySpace an den Start gegangen ist und die FC St. Pauli-ExpertInnen ihre Hottakes noch im FC St. Pauli Forum ausgetauscht haben. Medien, die nicht tagesaktuell erscheinen, haben bei Zeiten das Problem, dass sie in ihrer Berichterstattung von den aktuellen Ereignissen überholt werden. So ging es auch dem Übersteiger, als dieser im Mai 2003 zum letzten Heimspiel der Saison gegen Duisburg ein Interview mit Stefan Beutel abdruckte, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits einen guten Monat alt war. Zum Zeitpunkt des Gespräches zwischen dem Übersteiger und dem damaligen FCSP-Manager kurz vor dem 28. Spieltag war die Situation des Vereins ziemlich düster, aber nicht hoffnungslos. Der Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli steckt mitten im Abstiegskampf, also im Zweitliga-Abstiegskampf, und steht mit 25 Punkten vor Mannheim und Braunschweig auf dem von Christopher Föhn schon beschriebenen 16., gefürchteten 16. Tabellenplatz. Noch ist man am Millerntor guter Dinge, dass der Klassenerhalt gelingen kann. Trotzdem spricht der Übersteiger mit Beutel schon mal ausführlich über die möglichen sportlichen und finanziellen Konsequenzen eines Absturzes in die Regionalliga. Für den unwahrscheinlichen Fall eines Abstiegs plant Beutel zum Zeitpunkt des Interviews mit einem Etat von 2,3 Millionen Euro für die Lizenzabteilung bei 3,3 Millionen Euro Gesamtetat. Auf die Frage des Übersteigers, ob diese Summe nicht ein bisschen zu knapp bemessen sei für den direkten Wiederaufstieg, antwortet Beutel: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man die Etatgröße nicht gleichsetzen darf mit dem sportlichen Erfolg. Auch mit einem noch kleineren Budget könne man am Millerntor einiges reißen und sich in die zweite Liga zurückkämpfen. Hat Beutel gesagt, der unwahrscheinliche Fall des Abstiegs? Nee, das war der generelle Tenor zu diesem Zeitpunkt dieses Interviews. Okay. Man hatte damit nicht so richtig... Kurzer Realitätsverlust bei Stefan Beutel. Kurz ist gut. Nee, das Zitat Stefan Beutel war nur: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man die Etatgröße nicht gleichsetzen darf mit dem sportlichen Erfolg. Okay. Ja. Hätte dieses Interview ein paar Wochen später und damit näher am Erscheinungstag des Übersteigers stattgefunden, hätte die Frage mit Sicherheit anders gelautet. Zum Beispiel: Wie verhindert man eigentlich mit 0 Euro Etat und einem riesigen Schuldenberg den Zwangsabstieg in die Oberliga? Innerhalb eines Monats hatte sich die Situation des Vereins von schlecht zu katastrophal verändert. Das sind ja Aussichten. Mhm. Am 18. Mai 2003, also vor dem letzten Heimspiel der Saison, existierte die Chance auf den Klassenerhalt nur noch in akrobatischen Rechenbeispielen. Und die vielleicht noch größere Hiobsbotschaft: Der FC St. Pauli war mal wieder pleite. Nicht das erste Mal, nur gab es 2003 keinen Präsidenten und oder Gönner, der bereit war, das Loch aus seinem Privatvermögen zu stopfen. Aber der Reihe nach. Kurz nach dem Übersteiger-Interview mit Stefan Beutel hatten sich in der Presse Meldungen über die katastrophale finanzielle Situation des FC St. Pauli gehäuft. Also die Gerüchteküche lief heiß und eine Indiskretion führte zur anderen. Am 7. Mai 2003 sah sich das Präsidium schließlich gezwungen, kurzfristig eine Pressekonferenz einzuberufen. Zähneknirschend räumte Conny Littmann eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von 2 Millionen Euro ein. Liquiditätsunterdeckung klingt erstmal kompliziert, ist es aber nicht. Liquidität beschreibt einfach die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Liquiditätsunterdeckung heißt dementsprechend, es fehlen die finanziellen Mittel, um fällige Zahlungen rechtzeitig zu leisten. Und Liquiditätsunterdeckung in Höhe von 2 Millionen Euro heißt, es fehlen 2 Millionen Euro, um fällige Zahlungen rechtzeitig zu leisten. JournalistInnen, Mitglieder und Fans stellten sich gemeinsam die Frage: Wie konnte das passieren?
Eigentlich hatte der unerwartete Bundesliga-Aufstieg 2001, wir haben darüber in Christophers Story gehört, dem Verein doch einen warmen Geldregen beschert. Fernsehgelder, Werbegelder, gestiegene Eintrittspreise und so weiter. Der FC St. Pauli ging danach zwar zurück in die zweite Liga, aber mit schwarzen Zahlen, zumindest auf dem Papier. Auf der Jahreshauptversammlung im Herbst 2002 wurde ein beeindruckend positiver Jahresabschluss präsentiert. Das Vereinsvermögen betrug zum Stichtag laut Bericht rund 760.000 Euro plus. Das war dann das Geld, was wir für André Gulke bekommen. Das war das André Gulke-Geld, da ist es. Da lag immer noch rum, 10 Jahre später, nicht schlecht. Hat man nicht gebraucht. Das ist für FC St. Pauli-Verhältnisse fast erschreckend solide. Das Wirtschaftsunternehmen MDS Mörle schätzte den Etatansatz für die Zweitligasaison 2002-2003 außerdem als äußerst konservativ ein. Die wirtschaftlichen Risiken seien bei Erzielung der zu erwartenden Einnahmen sehr gering. Christoph schmeißt sich weg hinter dem Mikro. Ja, auch deshalb, weil MDS Mörle so ein toller Name ist. Es gibt in der Nähe des Dorfes, wo ich wohne, eine MDS-Schnackscheune. Und die Schnackscheune heißt deswegen MDS, weil es kein wirkliches Catering vor Ort gibt. Also da arbeitet keiner, der Pizza macht oder so, sondern MDS heißt, mach's dir selbst. Das heißt, da steht eine Anleitung, wie du dir die Pizza bringen lassen kannst. Dahin, der Pizzaservice freut sich bestimmt jedes Mal, wenn er irgendwie 20 Kilometer in die Pampa fahren darf, um irgendwie eine Pizza bei der Schnackscheune abzusetzen. Und lange Rede, kurzer Sinn, mach's dir selbst Mühle, finde ich für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen total vertrauenserweckend. Ja. Das würde aber auch erklären, wie es dazu kam, wie es kam. Ja, machst dir selbst die Bilanz. Die wirtschaftlichen Risiken, so MDS Mörle, seien bei Erzielung der zu erwartenden Einnahmen sehr gering. Man war guter Dinge, sogar unter Zweitliga-Bedingungen Gewinne erzielen zu können. Liquiditätsengpässe extrem unwahrscheinlich. Was ich nicht verstehe, weil konservativ, das man muss ja sagen, dass der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte in dieser Saison ja stattgefunden hat. Macau, richtig? 1,2? Uwe Inschemann. Ah, natürlich, Uwe Inschemann, verdammt nochmal. Macau war ja günstig im Vergleich, der war nur 6 Jahre davor. Ne? Ja, es geht hier um die Planung für die nächste Saison. Mhm. Ah, okay. Ah ja, für stimmt. Aber man hatte schon für die Drittligasaison gut 2 Millionen Euro plus für Spieler rausgeledert und trotzdem noch 750 plus angeblich auf dem Konto. Na gut. Den Etatansatz, es geht um den Etatansatz für die Zweitligasaison 2002-2003. Der wurde als konservativ eingeschätzt. Mhm. Konservativ heißt vorsichtig. Als Renald Koch im Dezember 2002 sein Präsidentenamt aufgab, lag laut Frank Fechner, Geschäftsführer von Januar 2003 bis Sommer 2005, eine offizielle Liquiditätsplanung vor, die bis Sommer 2003 einen Überschuss von 400.000 Euro aufwies. Wie kann es dann sein, dass der FC St. Pauli gerade einmal 4 Monate später eine Liquiditätslücke von 2 Millionen Euro stopfen musste? War das Geld irgendwie verschwunden oder war die finanzielle Situation des Vereins in Wahrheit viel schlechter als gedacht? Hatte Renald Kochs Rücktritt am Ende sogar etwas mit frisierten Zahlen zu tun? Sein Nachfolger Conny Littmann, der im Februar 2003 offiziell das Amt des Präsidenten übernahm, vermutet einen Zusammenhang. Die, sage ich mal, Mutmaßung liegt nahe, dass Renald Koch schon zu dem Zeitpunkt seines Rücktritts wusste, in welchen finanziellen Problemen der Verein ist, beziehungsweise in welche er geraten kann. Und von da gesagt hat, also bevor das hier alles den Bach runtergeht, mache ich lieber einen schnellen Abgang. Die Spekulation ist nicht weit hergeholt aufgrund dessen, was dann anschließend kam. Kurze Gegendarstellung, Renald Koch. Und ich bin im November gegangen auf der Mitgliederversammlung, weil es gab ja auch 30 Abwahlanträge gegen mich, weil ich mich natürlich, weil ich dann wieder den Unternehmer rausgekehrt habe und das passte natürlich dem einen oder anderen nicht, indem ich gesagt habe, wir müssen hier Cost-Cutting machen, so dass hier der Verein vernünftig existieren kann. Und dann nachdem ich dann abgetreten bin oder zurückgetreten bin, weil ja da die 30 Abwahlanträge waren und weil es einfach auch zeitlich nicht mehr zu schaffen war. Ich konnte ja nicht 100 Stunden die Woche arbeiten. Und St. Pauli, und das muss man, und das hat St. Pauli jetzt zum Glück beendet, dass es endlich eine hauptamtliche Führung hat. Ja, man kann so einen Verein niemals ehrenamtlich führen. Das geht weit über die Grenzen hinaus. Und dann hat man dann für die Rückserie, nach meinem Rücktritt, sind dann im Januar ja Spieler verpflichtet worden. In einer Größenordnung X. Aber der Klassenerhalt konnte nicht gesichert werden. Und dann kam es zum Super-GAU. Das ist die Wahrheit. So, also wie ich gegangen bin, war genug Geld da.
Und die Strukturen waren auch da. Der Super-GAU, den Renald Koch da anspricht, war dann die schmerzhafte Erkenntnis, dass die wahren Zahlen verheerend aussahen. Die vereinsinternen Unterlagen, die etwas anderes behauptet hatten, waren schlichtweg falsch oder mindestens unvollständig. Die Verbindlichkeiten waren wesentlich höher als angegeben. Und es ist mindestens zweifelhaft, ob es die Spielerverpflichtungen unter Littmann waren, die den Untergang eingeläutet haben. Das deutet Koch ja so ein bisschen an. Die Entscheidung, in die Mannschaft zu investieren, erfolgte ja auf Grundlage der bestehenden Liquiditätsplanung. Wir erinnern uns, angeblich 400.000 Euro Überschuss. Das Problem waren in Wahrheit ganz andere Posten. Allein der Rückerwerb bzw. Erwerb der Vermarktungsrechte und der Stadionplanung von Heinz Weisener hatten den FC St. Pauli 2,7 Millionen Euro gekostet. Hinzu kamen Mehrausgaben für das Jugendleistungszentrum am Brummerskamp, Verluste aus der Vereinszeitschrift Viertel nach Fünf und so weiter. Außerdem war unter Renald Koch ein Umsatzsteuerdefizit von über 600.000 Euro entstanden. Aber das kam erst 2005 raus, also andere Krise. Anyway, um die Lizenz für die Regionalliga zu erhalten und nicht in die Oberliga strafversetzt zu werden, musste der Verein dem DFB bis zum 11. Juli 2003 eine Liquiditätsreserve in Höhe von 1,95 Millionen Euro vorweisen. Dass der DFB überhaupt so eine hohe Liquiditätsreserve haben wollte, war laut Conny Littmann übrigens die Schuld von Stefan Beutel. Der hätte laut Conny Littmann nämlich Einspruch erheben können und müssen. Bei erfolgreichem Widerspruch wäre die Summe deutlich geringer ausgefallen. Der Vorgang war so, dass Stefan Beutel qua Amt ja diese Lizenzierungsunterlagen erstellt hat, eingereicht hat beim DFB und wir einen entsprechenden Bescheid über besagte 1,9 Millionen gekriegt haben. Und dann hatten wir, erinnere ich mich sehr genau, eine Sitzung des Präsidiums im Astra-Turm. Damals war Stefan Beutel noch nicht mehr Mitglied des Präsidiums, aber natürlich als sportlich Verantwortlicher, als Sportmanager immer präsent bei diesen Sitzungen. Und es kam die Frage auf, also von mir aufgeworfen, hast du Einspruch erhoben? Und da hat er gesagt, ja, das habe ich gemacht. Daraufhin habe ich gesagt, davon möchte ich mich aber persönlich überzeugen. Wer ist der Zuständige beim DFB? Der Zuständige beim DFB damals zumindest war Herr Möglich. Ja, auch Ironie irgendwie, Herr Möglich. Okay, also ich gehe in den Nebenraum, rufe Herr Möglich an. Herr Möglich teilt mir mit, der FC St. Pauli hat die Einspruchsfrist versäumt. Das war der Grund für die sofortige Trennung von Stefan Beutel. Es war kein Einspruch mehr möglich. Die Summe stand fest. Davon rückte der DFB auch nicht ab. Wie toll, man sitzt ja fast wirklich mit dabei und man sieht, wie Stefan Beutel 3 Tage zu spät oder so Herrn Möglich anruft und sagt, Einspruch, hallo, Einspruch, Einspruch. Und Möglich natürlich, ja, Frist vorbei. Und dann Beutel sich selber sagt, ich habe nicht gelogen, ich habe Einspruch erhoben. Eben, er hat ja Einspruch erhoben, nur halt zu spät. Ja. Das hat Conny Littmann so explizit ja nicht gefragt, wann, genau, sondern nur ob. Sensationell. Also so stelle ich es mir halt vor, ja. Also, wir halten fest, kein Einspruch mehr möglich bei Herrn Möglich. Ja. Ich fasse das nochmal zusammen, bei so Finanzthemen verliert man ja auch manchmal den Überblick. Im Mai 2003 schaut der FC St. Pauli in einen gehenden Abgrund. Der Abstieg in die Regionalliga ist besiegelt, es droht sogar der Zwangsabstieg in die Oberliga. Dem Verein bleibt weniger als einen Monat Zeit, um eine Liquiditätsreserve von fast 2 Millionen Euro vorzuweisen. Niemand wusste so richtig, wie es dazu kommen konnte und niemand wusste so richtig, wie es weitergehen sollte. Ich zitiere mal einen ehemaligen Aufsichtsrat. Es gab kein richtiges Controlling. Der Verein war relativ im Blindflug unterwegs und du merkst irgendwie, du siehst das Problem, du kannst es noch nicht richtig fassen und nahezu alle handelnden Personen sind da neu in der Position. Wir haben kaum Kollegen gehabt, die wirklich Insights liefern konnten, wie man das heute so sagt. Das war schon bedrohlich und wir können, glaube ich, rückblickend schon bei aller Kritik an Conny Littmann sagen, dass wir Glück hatten, dass wir ihn zu diesem Zeitpunkt gewinnen konnten. Denn unter Conny Littmann startet ein Komplettausverkauf, der den Club von der Insolvenz bewahren soll. Ein Maßnahmenbündel unter dem Motto Wir glauben an den FC St. Pauli, im Rückblick eher als die Retterkampagne bekannt. Der offizielle Kampagnenname war Wir glauben an den FC St. Pauli? Ja. Es gab ja damals auch diese Dauerkarten mit den betenden Händen vorne drauf, also sie haben es schon durchgezogen. Hatte ich. Hm? Hatte ich.
Genau. Und es gab ja auch die Fotos, waren die nicht innen vor irgendeiner Kirche aufgenommen dann, Mannschaftsfoto das Jahr? Da war doch so ein bisschen sakraler Touch war da auf jeden Fall. Ja, das war das erste Jahr. Ja, doch. Mhm. Genau, ja. Doch, also das offizielle Motto war, wir glauben an den FC St. Pauli, also für dieses ganze Maßnahmenpaket. Ne? Und das sah dann so aus, dass auf Treuhandkonten Spenden gesammelt wurden und dass der Dauerkartenverkauf früher als geplant startete. Und bereits am ersten Tag holten sich dann mehr als 1000 Menschen diese neue Dauerkarte mit den von Christoph schon erwähnten betenden Händen. Und dann gab es natürlich das Weltpokal-Sieger-Besieger-Shirt mit dem Zusatz Retter, das dann von Drogeriemarkt- und Fastfood-Ketten verkauft wird und von Freiwilligen, die das Geld anschließend in der Geschäftsstelle abgeben, auf Vertrauensbasis. Ja, klar, tatsächlich. Okay. Also ich kann mich tatsächlich erinnern, dass wir mal an einem Sonnabendabend auf der Reeperbahn beziehungsweise auf dem Spielbudenplatz gestanden haben und auf irgendeinem, ja, so einer Art Tapeziertisch diese Rittershirts verkauft haben mit ein paar Leuten. Direkt vorm Schmidt-Theater oder Tivoli, auf jeden Fall da auf der Höhe, und haben dann auch nachher am Ende die übrig gebliebenen Shirtkisten im Tivoli in unseren Abstellraum gestellt und ich glaube sogar die Kasse auch da irgendwo abgegeben. Und da stehen sie noch heute. Möglicherweise, kann natürlich sein. Ich sag mal so, der Untergang des FC St. Pauli hatte vielleicht auch mit solchen Geschäftsgebaren auch irgendwie zu tun, aber... Ich gehe jetzt grundsätzlich mal davon aus, dass das... auch reichlich eingenommene Geld, also gerade auch wirklich auch so Touri-mäßig, da Leute, oh geil, nehme ich und so. Also das hat, glaube ich, schon, ich gehe auch davon aus, dass das Geld da angekommen ist, wo es hätte ankommen sollen. Das gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ja, also ich meine, dieser T-Shirt-Verkauf lief extrem gut, sogar so gut, dass es zumindest laut Conny Littmann in Europa dann irgendwann keine braunen T-Shirts mehr zu bestellen gab. Da hat man dann beim FC St. Pauli eben schwarze bestellt und rosa, ne, und kleinere Größen. Ihr erinnert euch, es gab so eine ganze Kollektion am Ende. Retterchen auch für Kinder, genau. Ja, und an Pfingsten gab es dann nochmal ein Special, wo im ganzen Viertel für St. Pauli gesoffen wurde. Saufen für St. Pauli. Ja, spätestens als Ole von Beuys dann medienwirksam anfängt, Dauerkarten zu verticken und Altona 93-Fans im Derby gegen die FC St. Pauli-Amateure St. Pauli, McDonald's und die CDU skandieren, geht vielen St. PaulianerInnen der Ausverkauf ein bisschen zu weit. Aber, was man sagen muss, die Retterkampagne wirkt. Am 10. Juni übernimmt die HSH Nordbank eine Bürgschaft über die volle vom DFB geforderte Summe. Im Juli spült ein Benefizspiel gegen Bayern dann nochmal 200.000 Euro in die leeren Kassen. Doch das Einzige, was am Ende mit der Retterkampagne wirklich gerettet wurde, war die Regionalliga-Lizenz. Abgestiegen war man trotzdem und pleite war man auch trotzdem, denn die dann folgende, ja im Frühjahr, Sommer folgende Retterkampagne nicht mehr und nicht weniger bewirkt hat, als dass wir den geforderten Betrag, um die Lizenz für die dritte Liga zu erhalten, erbringen konnten. Diese Summe, die wir aufbringen mussten, hat mitnichten die Verbindlichkeiten des FC St. Pauli getilgt. Nur einen Monat, nachdem Uli Hoeneß im Retter-Shirt Ehrenrunden am Millerntor gedreht hatte, erschien ein Artikel mit der Überschrift FC St. Pauli wieder vor der Insolvenz. Der Hamburger Fußballligist FC St. Pauli muss schon wieder um seine Existenz fürchten. Während der Jahreshauptversammlung des Clubs prognostizierte das Präsidium eine finanzielle Lücke von 886.000 Euro zum Saisonende. Anstatt einer Rettungsaktion wie in diesem Sommer soll nun eine Kunstauktion helfen. Was soll ich sagen? Es waren finanziell schwierige Zeiten. Ja, wie so häufig. Alles klar, ja, also wir haben ja jetzt so eine schöne, auch stimmungsmäßig und lichtmäßig, so eine gewisse Entwicklung auch, die sich ein wenig dem Titel von Leonard Cohens 14. und letzten Studioalbum You Want It Darker anschließt. Insofern möchte ich eigentlich gerne noch einen draufsetzen. Ich weiß nicht genau, ob es mir so ganz gelingt, vielleicht kommen auch ein paar Farben rein. Auch deshalb, weil meine Geschichte den Titel trägt, Rainbow Connection. Wenn jetzt jemand einen Ohrwurm im Kopf hat, ist er mir nochmal extra sympathisch, weil das ein ganz wunderschönes Lied ist. Why are there so many songs about rainbows and what's on the other side? Das fragt sich Kermit der Frosch, größter Entertainer des 20. und 21. Jahrhunderts, in einem seiner schönsten Songs. Naja, am anderen Ende des Regenbogens, so heißt es, liegt bekanntlich ein Topf mit viel Gold vergraben und... So ist es vielleicht kein Wunder, dass der FC St. Pauli in der Mitte der Nullerjahre, also ganz kurz nach Selinas Geschichte, nach seiner eigenen Rainbow Connection suchte, so der Titel von Kermits Lied. Sportlich, wir erinnern uns, lief es eher geht so.
Im Herbst 2004 spielte FC St. Pauli im Mittelfeld der dritten Liga. 1-1 gegen Hertha BSC 2, 1-1 gegen Wuppertal, 0-1 beim KFC Uerdingen. Und immerhin 2-0 bei Holstein Kiel am 11.12.2004. Ich glaube, da war ich. Ah, Sieg in Kiel ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, ich finde halt einfach auch die Gegnernamen aufzuzählen, ist irgendwie auch, ach, irgendwie bringt so ein schönes Gefühl zeitlicher Distanz. Also, ne, also wir verlieren zwar immer noch, aber gut, Augsburg ist jetzt auch nicht so der Hammer Name, aber die kommen ja alle noch. Die kommen ja alle noch. Die Namen kommen ja alle noch. RB Leipzig am Sonntag. Genau, die lasse ich noch nicht als Name gelten. Erst und ich glaube, wir müssen auch Raba sagen, wenn Rasenballsport habe ich mir beibringen lassen. Raba. Natürlich. Das ist ja ein Verein. Genau. Also ich finde auch, dass dieses ganze Geldmacherei passiert eher aus Versehen. Zurück zu 2004 ist finanziell die Retterzeit halt noch lange nicht zu Ende. Statt Abstiegsgespenst kommt das Pleitegespenst zurück und, wie es aussieht, stärker denn je. Finanzkrise ohne Ende, meldet das Hamburger Abendblatt am 26.11.2004. St. Pauli habe eine fällige Rechnung für den Rückkauf der Vermarktungsrechte an das Unternehmen absolut nicht überweisen können. Grund: fehlende Liquidität. Im Artikel werden einige haarsträubende Details genannt. Ich habe ein Déjà-vu irgendwie. Eben, das finde ich so schön, dass man mir alles denkt, bekannt vor. Haben wir das echt alles, also hat das der Verein wirklich alles überstanden? Man kann es sich kaum vorstellen. Aber auch immer wieder gleich in der Abfolge, finde ich. Es ist tatsächlich irgendwie ähnlich und insofern hat es auch der Refrain von einem guten Popsong, der wird ja auch wiederholt. St. Paulis Vizepräsident Markus Schulz, so schreibt das Abendblatt, verhandelte in den vergangenen Tagen mit Absolut über eine Aufschiebung der Zahlung. Hintergrund: St. Pauli braucht zur Begleichung das zinslose Darlehen des Catering-Unternehmens Holz in Höhe von 800.000 Euro. Wer übrigens möchte, darf jetzt gleich bei nicht ganz so beliebten Städtenamen, wenn sie fallen, raunen. Das macht es, glaube ich, akustisch lebendiger. Der Rostocker Unternehmer Wolfgang Holz bewilligte dem Kiezclub diese Summe und erhielt im Gegenzug für 10 Jahre das Recht, bei Heimspielen für das leibliche Wohl der Zuschauer zu sorgen. Bislang blieb die Bezahlung aus. Holz, Aufsichtsratsvize bei Hansa Rostock. Ach, das ist ja super. Den Deal eingetütet. Das ist ja ein ganz toller Deal. Es sind nur noch einige formelle Dinge zu regulieren. Die Zahlung wird in der nächsten Woche erfolgen. Das ist doch ein U-Boot. Ja, das klingt ein bisschen so. Vor allem leibliches Wohl. Den Verein von innen heraus zerstören. Wir sind, was wir essen. Ja, das Abendblatt weiter. Sollte St. Paulis Finanznot noch akuter werden, könnte Littmann auch privat betroffen sein. Der Präsident bestätigte, dass er sich mittlerweile mit 300.000 Euro aus seinem Privatvermögen beim FC St. Pauli engagiert. Zitat Littmann: das ist nicht unproblematisch. Ja, naja, kurz- bis mittelfristig, da sind sich die Verantwortlichen einig, müssen weitere Sparmaßnahmen getroffen werden, um eine Insolvenz zu verhindern. Die Aufgabe des Trainingszentrums Kollaustraße wird bereits diskutiert. Ja, immer wieder noch irgendwas, was man dann doch noch verscherbeln kann. Also zu der Zeit beim FC St. Pauli für Finanzen verantwortlich zu sein, das war schon ein ganz spannender Job, sag ich mal. Rosig also sieht die Lage ganz gewiss nicht aus zu der Zeit. Ich meine, sportlich, St. Pauli performt im OZ-Pokal ganz gut, aber was soll man sich davon bitte kaufen können? Also das ist ja gar nichts, ein OZ, nee. Trost finden St. PaulianerInnen immerhin in der Nostalgie. Am 14.02.2005 feiert das Millerntor ein Duell der Legenden. Trulla versus Stani. Erinnert sich jemand noch daran? Ich war dabei. Ich war tatsächlich auch dabei. Ja, doch. War auch ganz putzig. Das war irgendwie auch schön, weil genau, ich habe mein Astra-Trikot von 10.000 Legenden. Ich wollte gerade sagen, das war recht kühl. Alles ja. Angeguckt. Und wie gesagt, ich hatte ein signiertes Astra-Trikot, was dann umsichtigerweise ja, ich weiß nicht, ob sie das hört, aber meine damalige Partnerin hat es einfach in die Waschmaschine getan. Nun. Dann waren die Unterschriften weg. Ich hatte nur einen Kugelschreiber. Die Beziehung war auch vorbei. Er hat ein bisschen länger gehalten, ja. Aber es ist nicht meine jetzige. Die Risse gingen nicht mehr weg. Der Anfang vom Ende war. Eine reinliche Frau offensichtlich. Genau, wenn sie es hört, wird sie jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln. Das Abschiedsspiel liefert die wehmütig schönen Emotionen in die Liga- und Finanzschlagzeilen zu dieser Zeit ganz sicher nicht abwerfen.
Endlich wieder St. Pauli, heißt es in einer Hamburger Tageszeitung. Neben Dieter Schlindwein, kann man natürlich auch rauen, ihr hört unsere Folge dazu, Dirk Zander, Thorsten Fröhling, Dirk Dammann, Oliver Schweißing, Jan Kurzian, Klaus Tomforde, Carsten Pröpper und Frank Böse hätten auch Carsten Wehlmann vom VfB Lübeck, Holger Wehlage vom MSV Duisburg und Stürmer Nico Paczynski von Eintracht Trier ihre Teilnahme zugesagt. Zu den kickenden Prominenten werde unter anderem TV-Moderator Elton gehören. Na super. Dem habt ihr bestimmt besonders laut zugejubelt. Endlich wieder St. Pauli also. Den finalen Akt des Spiels, das Tor zum 11:7, setzte übrigens Tobias, der 12-jährige Sohn von André Trulsen, weiß 11 Freunde. Ein Retterspiel war das dann allerdings nicht. Und auch der Marketingpreis des Sports, den der FC St. Pauli eine Woche zuvor beim ISPO Sportsponsoring Kongress 2005 für seine Viva St. Pauli Kampagne samt Trainingslager in Kuba gewonnen hatte, änderte nichts daran. Trotz 6000 ZuschauerInnen am Millantor bei Tulislavskis Abschied blieb der FC St. Pauli am Rande der Pleite. Den Preis mache ich dann in unserer nächsten Titel. Diesen Temperamente-Folge. Genau. Ja, das hatte ich tatsächlich auch vergessen. Ich war überrascht, dass ich darüber gestolpert bin, aber ja. Trainingslager auf Kuba auch nochmal ein eigener. Ganz Bereich. Easy. Wir machen nur die leichten Dinger. Rechtsschutzversicherung. Ein junger Taz-Reporter namens Oke Göttlich zeigte die Sache mit der Pleite in seinem Duell der Legenden-Nachbericht gnadenlos auf. Zitat Göttlich. Die Inszenierung einer Zeit, in der alles besser war, passt zur derzeitigen Lage des FC St. Pauli. Immer wieder sorgen finanzielle Unregelmäßigkeiten für Sorgen bei den Fans, die weiter zahlreich die Spiele St. Paulis besuchen. Allein auf St. Pauli tritt mal wieder ein besonderes Versäumnis zutage. Über 600.000 Euro Steuernachzahlungen belasten den Verein. Eine Summe, die nicht etwa aus den aktuellen Steuererklärungen herrührt, sondern aus dem Jahr 2002. Das haben wir doch eben gerade schon irgendwie gehört, kann das sein? Déjà-vu. Das ist eine Kette an zusammen. Als ich dann mal ans Renald Koch gegangen ist, war genug Geld da. So sieht das aus. Die Buchhaltung sei damals angewiesen worden, die fällige Umsatzsteuer auf Einnahmen unter anderem aus Kartenverkäufen und Fernsehgeldern nicht anzumelden. Das klingt illegal. Das klingt so. Und nun drohe darum eine Nachzahlung auf immerhin rund 4 Millionen Euro Umsatz. Übrigens Fun Fact dazu, Club 2000, das Konzept, der Club musste übrigens zwangsabsteigen, weil man Steuern hinterzogen hat durch Nichtangabe von der Umsatzsteuer. Nürnberg? Alles, ja. Alles wiederholt sich. Es ist wirklich verblüffend. Und Nürnberg hat ja auch mal einen Geschäftsführer von uns übernommen, wobei man sagen muss, dass der übernommene Geschäftsführer dann mit der ganzen Misere nichts zu tun hatte. Das war Michael Mieske und der hat jetzt, glaube ich, nichts. Das war deutlich später. Einfach ja. Kinder aus demselben ja. Haus. Also Michael, Klage zurückziehen. Wir haben das hier ganz deutlich eingetütet. Jetzt wieder 2004-05 die Saison. Präsident Littmann kündigte an, dass man schon einen Weg finden werde. Zu Problemen mit der Lizenzerteilung werde es nicht kommen. Aber, so Oke Göttlichs Taz-Artikel weiter, viel größere Sorgen dürfte ihm machen, dass der Aufsichtsrat bereits nach geeigneten Präsidiumskandidaten forscht, die auf Littmann folgen könnten. Erst jüngst wurde dem Gremium ein Kandidat aus dem Clan des früheren FCSB-Präsidenten, ihr werdet euch erinnern, Paulik vorgeschlagen. Spannend, was das wohl für ein Kandidat war. Muss man schon sagen, Oke gut informiert, das war wirklich offenbar der erste Artikel, wo diese Personalspekulation geäußert wurde. Das Abendblatt war später dran, das nennt etwas später dann aber tatsächlich auch einen Namen. Während, also in diesem Abendblattartikel, Corny Littmann stolz verkündet, man habe beim Finanzamt einen Aufschub für die fällige Zahlung erwirkt, sei eine, und zwar zu dieser Zeit wohl die medienpräsenteste Unternehmergestalt Norddeutschlands, im Gespräch für die Littmann-Nachfolge. Jetzt kommt der Artikel. Der potente Unternehmer, das stand da wirklich so, der potente Unternehmer Matthias Kampmann, 42, Rainbow Tours. Ja. Rainbow Tours, Rings Anybells hier so. Ne? Ja, Lorette Mar, ja. 48 genau. Stunden mit dem Bus. Richtig, ihr erinnert euch, ihr wart mal, alle dabei. Hab ich mal gemacht tatsächlich, aber schon früher. Was, Lorette? Ja, aber das muss aber in den 80ern schon gewesen sein. Gab sie da schon? Der Weltgeschichte. Gab sie da schon? Nee, in den 80ern noch nicht. Da aber war es ein anderer Anbieter, aber trotzdem, schon, ja? Das gab, war mal so. Ja, ja. Das war ein ganz großes Ding zu meiner Jugend, ja? Aber schon damals habe ich beschlossen, dass ich mich, glaube ich, eher... So haben wir unsere Abi-Reise gemacht. Das Gute ist, ich war nicht dabei, denn... Weil du kein Abi gemacht hast.
Doch, ich habe Abi gemacht, aber ich habe die Reise boykottiert, weil als ich dann mir die Tour anguckt, dass man von Hamburg erstmal nach Berlin und dann nach Bremen und dann erst nach Lorette-Mar. Ja, wie wirklich weltweit auch. Wir waren auf Neuwerk, da sind wir zu Fuß hingegangen. Ohne Rainbow-Tours, aber mit Wattwagen, dann auf der Rückfahrt und alle grün im Gesicht. Natürlich. Ich bin gelaufen, noch auch Zeiten. Zurück. Ich bin auch zurückgelaufen. Ja, das waren noch Zeiten. Das waren in der Tat noch Zeiten. Barfuß nach Neuwerk. Ja, alles andere macht auch nicht wirklich Sinn wegen Watt und so weiter. Wer das kennt, wird wissen, was ich meine. Ja, das war also tatsächlich, Rainbow Tours war vor der Ära des Billigfliegers der günstigste Weg, um irgendwie in den Süden zu kommen. Und das Geschäft für Matthias D. Kampmann, der halt diese Firma besaß und mitgegründet hatte, das boomte. Und nun suchte also dieser Matthias D. Kampmann neue Beschäftigungsfelder. Warum Fußball? Immerhin war er einmal Stürmer bei Altona 93 gewesen. Und warum der FC St. Pauli? Super Grund kommt jetzt. Der Verein braucht Seriosität. So kamt man gegenüber der Presse. Seriosität. Ah ja, damit kennt Matthias und kannte Matthias D. Kampmann sich auch schon damals aus. Wir blenden da mal ganz kurz rüber zu einer Fernsehreportage eines renommierten TV-Senders über eine typische Rainbow-Tours-Reise. Und jetzt zu einem Urlaub, der ganz gewaltig in die Hose geht. Aimee und Patricia machen einen Kurztrip nach Lorette-Mar. Sie wollen ordentlich Party machen und Spaß haben. Ja, Thomas war da nicht mit an Bord, das wissen wir, das war schon früher. Der hatte den Trend schon 20 Jahre früher erkannt. Und Party im Bus, weiß ich auch gar nicht. Das war, glaube ich, ein anderer Anbieter, aber die Tour war ähnlich. Ja, ja. Party machen und Spaß haben jedenfalls. Auch das natürlich eine glasklare Verbindung zum Millerntor, wie Kampmann richtig erkannt haben wird. Seine seriösen Reisebegleiter, die heizen dann im Bus immer die Stimmung ordentlich an. Die Fete beginnt schon vor der ersten Autobahnraststätte. Auch hier noch einmal ein Original. Dokument. Party im Bus, wie ist das? Super geil! Mann! Warum? Geile Sau! Sieht man doch, oder? Keine Worte! Einfach nur Spaß, Alkohol, nette Leute, Party! Okay. Das war da will keine, man dabei gewesen sein. Genau, das war keine Reportage vom Millerntor, das war eine Reportage aus dem Rainbow Tours Bus für Matthias D. Kampmann, was wahrscheinlich mehr oder weniger wo, das gleiche. Wo war die erste Raste? Tecklenburger Land? Ja, aber Spaß, Frage. Alkohol, nette Leute haben wir ja auch. Das könnte auch eine Reportage von der Gegengerade sein. So könnte auch eine Reportage, so Hooligan-Szene der 80er Jahre sein. So ist es. Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, was Emil und Patricia sonst so gemacht haben. Wir hören sie etwas später nochmal ganz kurz. Jedenfalls exzellente Referenzen, um, wie Kampmann ankündigt, den FC St. Pauli wie ein seriöses Unternehmen zu führen. Nochmal kurz, weil die Porträts einfach so schön sind. Nach außen hin gibt er sich selbstbewusst, so ein Artikel im Abendblatt. Sein Arbeitsmotto lautet Kick it like Kampmann. Ihm imponiere Rückgrat. Wenn er eine Million Euro zu verschenken hätte, würde er seine Wettbewerber bedenken, weil sie es so schwer hätten. Kampmann fährt Porsche, seine Frau auch. Im Stall hinter seinem Haus stehen 8 Pferde. Die Tiere verfügen über ein Solarium und ein Laufband, ließ er wissen. Rauchen Davidoff-Zigarillos. Genau. Ja. Dies ganz kurz, nachdem Spieler des FC St. Pauli im Pferdesand trainieren mussten, weil ihr damaliger Präsident Wolfgang Kreikenbohm dummerweise nur einen Reiterhof besaß und die hatten also kein Solarium und kein Laufband. Schade. Ja, also, tja, artgerechte Haltung weiß ich jetzt auch nicht. Dass der eine oder andere im Verein vielleicht doch leichte Bedenken hat und dass die Sache jetzt wohl auch in der Fanszene nicht ganz so super ankam, Kampmann kann das überhaupt nicht verstehen. Es kommt dann wohl tatsächlich zu einem Gespräch mit dem Aufsichtsrat, doch irgendwie kommt man nicht zusammen. Obwohl Kampmann praktisch mit Scheinen wedelt und selbst Cheftrainer Andreas Bergmann sich inzwischen in die Finanzdebatte einschaltet, den Begriff Steuerschulden, den könne er nun wirklich nicht mehr hören, so Bergmann gegenüber der Presse. Er hätte größte Mühe, sein Team angesichts der Negativschlagzeilen auf das Heimspiel gegen die Amateure des 1. FC Köln anzustellen. Ein Spiel, wo man sonst selbstverständlich von selber brennt. Es war ein Spiel, das 2:0 gewonnen wurde am 18. Februar 2005. Ich glaube, ein Jahr zuvor hat man 4:0 gewonnen noch. Es ja, ging bergab. Also insofern genau. Morat Bonno. Also 4 Tore Morat Bonno. Da waren wir schon mal besser. Ja, aber war, ob es jetzt dieser Sieg war, irgendetwas muss den Verantwortlichen beim FC St. Pauli den Mut gegeben haben, dem Möchtegern-Retter mit den Millionen vom Ende des Regenbogens zu widerstehen. Denn, so meldet die Welt am 24. Februar 2005, das war also jetzt ungefähr 2 Wochen, nachdem Uke Göttlich die Story gebrochen hatte, Kampmann gibt St. Pauli einen Korb. In dem Artikel wird Kampmann reichlich zitiert. Kampmann?
In einem Gespräch mit Vertretern des Aufsichtsrats habe ich leider feststellen müssen, dass der von mir vorgestellte und auf 3 bis 4 Jahre angelegte Plan bei St. Pauli schwer durchsetzbar ist. Die Anwesenden müssen sich erst einmal darüber klar werden, was sie wollen. Der Chef des Reiseveranstalters Rainbow Tours, so Artikel weiter, habe vorgehabt, den Verein zu restrukturieren und anschließend in die Mannschaft zu investieren. Seine Idee, den Kiez-Club weitestgehend wie ein Unternehmen zu führen, sei vom Aufsichtsrat nicht angenommen worden, kam man weiter. Ich habe das Gefühl, dass der absolute Wille fehlt, den Verein dorthin zu bringen, wo er sein kann und muss. Teilweise versteckt man sich intern hinter alten Fassaden und Strömungen des Vereins. Der Glaube an den Kultstatus des Vereins scheine ihm intern zu sehr zu dominieren. Neustrukturierung und dann Investment. Ja, ja, erstmal alle rausschmeißen, dann investieren. Ja. Power to the Führung klingt ein bisschen so, wie das in Amerika gerade die Präsidentschaft angelegt wird, also so oder werden soll, laut Supreme Court. Also, jedenfalls hat Kampmann einen Punkt. Wenn es etwas gibt, das uns hier beim Museum antreibt, dann würde ich sagen, ich gucke in die Runde, der Glaube an den Kultstatus, oder? Kultmuseum. Nichts anderes. Unbedingt. Also, ich finde auch, das Kultmuseum. Jetzt habe ich es verraten. Okay, Banner sind schon in Druck, das werden wir auch nicht mehr ändern. Wie dem nämlich auch sei, zurück nach 2005, der Kampmann-Einstieg war damit wohl vom Tisch. Dass damit nicht etwa ein Topf Gold am Ende des Regenbogens, sondern vielleicht doch ein ziemlich unappetitlich gefüllter Kelch am Verein vorbeigegangen ist, das wurde nachträglich nach und nach deutlich. Zunächst nämlich steigt Kampmann statt beim FC St. Pauli, dann eben bei Bergedorf 85 ein. Auch hier mit großen Versprechungen. In 3 Jahren sollte es in die mindestens 3. Liga gehen. Damals hieß die ja noch Regionalliga. Doch, so meldet der Kicker am 18. Januar 2006, Bergedorf vor Turbulenzen. Hauptsponsor Matthias Kampmann zieht sich zurück. Och. Dabei hatte der Unternehmer, der einst für Altona 93 die Stiefel in der Oberliga schnürte, einen großen 3-Jahres-Plan angekündigt. Im Jahr 2008 sollte der Aufstieg in die Regionalliga gelingen, das Stadion komplett umgebaut und eine Flutlichtanlage installiert worden sein. Doch die Realität sieht anders aus. Nach einem Jahr nimmt Kampmann seinen Hut und der Zuschauerschnitt ist weiterhin unbefriedigend. Na sowas. Dabei war das doch so eine Granate. Ich finde vor allem auch ein 3-Jahres-Plan für so komplette Neustrukturierung und Umwälzung eines Vereins ist auch, reicht, glaube ich. 3 Jahre. Ja, logisch. Du hast einfach keine Vision. Für dich vielleicht nicht, für mich vielleicht nicht. Für Matthias D. Kampmann ist das etwas anderes. Deswegen hast du auch einen überzogenen Dismo und kein erfolgreiches Busunternehmen. Absolut. Eben. Vielleicht solltest du nochmal bei Herrn Lejeune in die Schule gehen. Herr Lejeune, bitte melden. Ich glaube, der Werbeslogan von Rainbow Tours war tatsächlich auch, ich würde es jederzeit wieder tun. Ich würde es immer wieder tun. Ihr werdet es gleich noch sehen, hat eine gewisse Ironie, auch wenn man sich seinen Weg so anschaut. Also Kampmann begründet diesen Schritt, also jetzt rein bei Bergedorf, wieder raus bei Bergedorf. Zu dieser Zeit jetzt allerdings eher damit, dass er für die Regionalliga und in der Regionalliga eben nun doch beim VfB Lübeck bessere Perspektiven sehe. Der spielte da nämlich schon, also in der 3. Liga. Ja, Lübeck. Zu dieser Zeit eben im Februar 2006 immerhin Tabellenfünfter, wenn sie auch gerade eine schlechte Strecke hatten. Sie haben dann mal wieder gewonnen und so richtig Ruhe kam da aber doch nicht auf. Das meldet die Welt dann im selben Monat. Wir sind jetzt also Februar 2006. Nach 6 sieglosen Spielen in Folge heißt es da, gewannen die Schleswig-Holsteiner mit 2:0 gegen die 2. Mannschaft von Werder Bremen. Doch auch dieser Erfolg kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Verein derzeit, Überraschung, große Unruhe herrscht. Mehrere Spieler des VfB boten sich jüngst bei St. Pauli und anderen Vereinen an. Zudem soll eine Zahlungsgarantie-Urkunde eines Sponsors gefälscht sein. Kritiker sehen den neuen Wirtschaftsrat Matthias Kampmann als Hauptgrund für die Querelen. Na sowas. War der vielleicht doch nicht so gut? Weiß ich nicht. Also falls irgendjemand jetzt Zweifel haben sollte, kann man ruhig haben. Aber er hatte einen Porsche, seine Frau auch und 8 Pferde. Und ein Solarium für die Pferde, da wurde und jeder Schimmel ein braun. Ein Solarium und, genau, und ein Laufband. Und jetzt werdet ihr richtig, richtig doll überrascht sein. Losgeraucht. Absolut. Auf Lunge. Kurz darauf ist für Kampmann aber auch in Lübeck Schluss. Und jetzt kommt die riesengroße Überraschung, weil es klang noch alles so solide, denn wenige Jahre später war auch für Rainbow Tours Schluss. Im Januar 2012 meldet das Hamburger Abendblatt, in der kommenden Woche fällt die Entscheidung über eine Hamburger Pleite. Nicht in Hamburg, sondern fast 300 Kilometer entfernt in Neubrandenburg. Das Amtsgericht der Mecklenburgischen Stadt wird darüber befinden, ob sich ein Insolvenzverfahren für die Hamburger Kultmarke Rainbow Tours
überhaupt noch lohnt. Kultmarke. Da war es wieder. Kult. Ja, eben. Also es ist so eng geworden. Es hätte so gepasst. So ein perfect fit. Ich weiß auch nicht. Schade, schade. Laut Hamburger Staatsanwaltschaft laufen umfangreiche Ermittlungen gegen ehemalige Geschäftsführer von Rainbow Tours. Mittlerweile seien 40 Anzeigen aus dem ganzen Bundesgebiet eingetroffen. Es geht um Insolvenz, Verschleppung und Betrug. Ja, erstaunlich. Das ganze so solide, seriöse Rainbow Tours Geschäftsmodell habe letztlich auf Steuerbetrug gefußt, der wiederum durch die Onboard-Partys und den reichlichen Alkoholkonsum in den Bussen massiv begünstigt wurde. Hätte ja eigentlich auch gepasst zu dem. Ja, absolut. Also Suff mit System sozusagen. Das hätte also quasi auch ein Claim des FC St. Pauli sein können. Das Abendblatt beschreibt das System dann so in diesem Artikel von 2012. Sobald ein Rainbow Tours Bus in Deutschland losfuhr, begann die Arbeit der Reiseleiter. Viele Reisende waren schon vor Fahrtantritt betrunken. Auch im Bus gab es reichlich Alkohol. Die besten Bedingungen für Verkaufsgespräche. Die Reiseleiter starteten Verkaufsvideos im Bus, verkauften Clubkarten an die Gäste. Wer eine kaufte, bekam später ein Bändchen um den Arm, das den Eintritt in Diskotheken gewährleistete. Auch Ausflüge oder Partys wurden so verkauft. Das Geld kassierten die Reiseleiter in bar und stellten eine Quittung aus. Und die Quittung mussten die Reisenden am Ziel gegen das Bändchen einlösen. Damit war die Quittung wieder weg. Tja, verdammt. Wenn die Rainbow-Touristinnen Amy und Patricia das vor ihrer Urlaubsbuchung gewusst hätten, wenn die Rainbow-TouristInnen Amy und Patricia das vor ihrer Urlaubsbuchung bloß gewusst hätten. Wobei, geahnt haben sie vielleicht schon was. Jedenfalls so ein bisschen. Originalszene? Ja, aber ich wusste nicht, dass das hier so eskaliert. Ich dachte, was heißt denn eskaliert? Wir machen hier Party. Okay. Heimliches Motto dieser Folge auch. Was heißt denn eskaliert? Wir machen hier Party. Matthias D. Kampmann beschäftigte die Gerichte noch gute 10 Jahre. Im Februar 2021 wurde vor dem Landgericht Hamburg dann das Urteil gegen ihn gesprochen. 1 Jahr und 10 Monate Bewährungsstrafe wegen zweifachen Bankrotts und Insolvenzverschleppung, so die FAZ. So viel zum Thema Seriosität. Apropos, was wurde eigentlich aus der braun-weißen Steuerkrise? Wir erinnern uns, der FC St. Pauli, der hatte ja 2004-05 den OZ-Pokal gewonnen. Den kann man übrigens bei uns im Museum auch besuchen, direkt neben der Meisterschale. Der OZ-Pokal wiederum ermöglichte dem Drittligisten FC St. Pauli bekanntlich die Teilnahme am DFB-Pokal und der Rest ist Geschichte. Ich sage nur Pokalserie. In der Taz vom Oktober 2006 klingt das dann so. Der FC St. Pauli ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten schuldenfrei. Vizepräsident Markus Schulz verkündet stolz, nach dem lukrativen Pokalspiel gegen Bayern München vor einigen Wochen habe der Verein, Zitat, die letzten Schulden beim Finanzamt bezahlt, Zitat Ende, und stehe nun auch beim Fiskus nicht mehr in der Kreide. Sieht also ganz so aus, als hätte da tatsächlich irgendwie doch ein Topf voll Gold am Ende des Regenbogens gewartet. Sein Name, DFB-Pokal. Den wir nicht gewonnen haben. Den wir nicht gewonnen haben, aber die Kohle haben wir mitgenommen, immerhin. Genau. Die Erinnerung auch, das war schon eine besondere Serie. Und ein wirklicher Ritt in der Finanzgeisterbahn, würde ich sagen. Also und das über 20 entbehrungsreiche Jahre, eigentlich mehr als das, die 70er, die späten 70er und so weiter spielten ja auch noch eine Rolle. Genau, wenn ich überlege, würde ich sagen, Finanzen waren ja schon ab den 50er Jahren knapp, ab den 60ern katastrophal und dann ging es erst recht bergab. Fürwahr. Ja, in der Tat hatte der Verein ja auch schon bei Wilhelm Koch Schulden angehäuft, was dann dazu führte, dass das Millantor-Stadion zeitweilig in Wilhelm-Koch-Stadion Ich glaube, da gab es schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen, genau. Also die Backstories der Backstory der Backstory, die hört ihr bei uns. Die romantische Umbenennung des Millantor-Stadions in Wilhelm-Koch-Stadion durch Ernst Schacht und Werner Felbinger. Genau. Aufgrund dessen, das kurz nochmal zusammengefasst, Wilhelm Koch eine erstaunliche Menge an Geld privat in den FC St. Pauli gesteckt hat. Und um diese Rückzahlung zu verhindern, einigte man sich mit seinen Nachfahren darauf, das Stadion in seinen Namen umzubenennen und dafür nur die Hälfte zurückzuzahlen. So sieht es aus. Der FC St. Pauli hat immer tolle Tricks und Kniffe am Start. Also und wer das alles hörte, der merkt einfach, wie sinnvoll das ist, einfach Geld ins Museum zu stecken, weil da weiß man wenigstens, was man kriegt. Man kann es sogar besuchen. Das Geld. Na, nicht ganz, aber indirekt.
Ja. Indirekt, also Schalenraum und so weiter. Also zumindest ist ziemlich transparent das, was damit passiert. Wir haben bislang noch keine Spieler nach Ansicht von VHS-Videos verpflichtet. Aber sehen schon wir auch darüber gesprochen. Unsere primäre Aufgabe drin. Ja. Und ihr habt bis jetzt zugehört, das hoffen wir nochmal sehr. Ihr empfehlt uns vielleicht weiter oder lasst uns ein paar Sterne da, wenn es euch gefallen hat. Das wäre auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir schließen mit den Worten von Werner Felminger, 1976, der FC St. Pauli auf dem Weg zur Spitze. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht bergab. So ist richtig. Es. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Hören. Tschüss. Tschüss. Ist es live? Baris, doch!